Seid gegrüßt im Frühling. Nein, auf der Map Frühling. Ja, ich nehme das heute auf am 26. März. Ich weiß aber noch nicht, wann die Folge rauskommt, weil ich momentan arge Internetprobleme habe. Ich hoffe, dass sich das im Laufe der nächsten Woche erledigt hat. So, hier Hof soweit, ne, alles unverändert. Wie man so sieht, hier ist eigentlich alles beim Alten. Nur ihr werdet sehen, dass hier so manche Maschinen gar nicht mehr stehen. Das hat folgenden Grund. Wir laufen mal etwas schneller. Wir haben nämlich, oder was heißt wir? Ich habe umgebaut. Angebaut, umgebaut. So, hier, das war das, ne, das alte Feld hier. Oh, die Rehlein. Da haben wir ein paar Bäume hingesetzt. Hier ein paar Sträucher als Abgrenzung. Hier noch ein paar Bläumchen. Mein Laternchen hier leuchtet auch schön vor sich hin, wie sich das gehört. So, und jetzt gucken wir, brauchen wir auch nicht mehr. So, Fahrzeughalle. Dann habe ich hier noch die größere Fahrzeughalle hingestellt für den Drescher. Und man sehe und staune, zwei Leute. Wer will mal meinen Kopf haben? Das ist echt geil. Drehschemel, so, zwei Drehschemel Ballenwagen. Den anderen Ballenwagen habe ich verkauft. Den großen. So, hier noch eine Werkstatt und noch ein Kercher. Hier die Halle habe ich mir gedacht für Ballen mit einem schönen kleinen Hoflader. Ich hatte erst noch einen kleineren, aber das, dann komme ich nicht um in die dritte Reihe. Das ist nicht gut. Darum habe ich mir den jetzt hier genommen. Ja, hier steht noch ein, ne, Holz, Portergabel. Ja, und noch eine Maschinenhalle. Das haben wir hier erstmal hingepflastert. Ja, noch ein Gewicht. Und ein Regal für Werkzeuge, Frontladerwerkzeuge. So, das ist so die Änderung, die ich gemacht habe. Ja, und Flutlicht hingestellt. Die Masten finde ich persönlich ein bisschen hoch, aber kleiner habe ich sie nicht gefunden. So. Bis auf die hier, aber die geben nicht so viel Licht. Gut. Ja, hier doch die Beleuchtung für die Einfahrt. Jo, das war es eigentlich, was ich so geändert habe. Ich werde sehr wahrscheinlich mein Kaufsilo überlege ich, ob ich mir das auch noch irgendwo hier hinstelle. Aber es sieht dann auch wieder doof aus. Ne? Könnte man hier an die Wand stellen. Nee, auch blöd. Nee, ich lasse erstmal da stehen, wo es ist. So, und jetzt geht's zum Händler. Katzing. Ah, guck es. Ich habe mir einen Porsche geleistet. Ah, ist das schön. Jetzt muss ich mal eben gucken. Das Schneidwerk kommt da wahrscheinlich hinten dran, ne? Ich kenne das ja eigentlich so, dass das hier seitlich sitzt. Da ist ja auch eigentlich so eine Vorrichtung. Weil was hier so schräg gegenüber ist, wo jetzt Häuser stehen, da war früher mal eine Kuhwiese oder Weide, und derjenige, welche, der die betrieben hat, gepachtet hatte, ist ja Kirchenland, der hatte auch einen Porsche Traktor. Und der hatte das Mehlwerk auch damals. Ich finde das überstrieben, ne? Überstrieben lang irgendwie. Aber gut. So, ich wollte, warte mal eben, da ist sich die Händler. Da wollte ich hin. Genau. Obliger Kontrollleuchte ist auch nicht funktionsfähig. Oh Mann. Das ist doch mal eine Werkstatt, wa?
Ja, dann, man sieht schon eine Erleuchtung. Mein Freund Balu ist dabei, hier Erste-Hilfe-Station für Männer einzurichten. Da sollen noch ein paar Wohnwagen hin. Wir gucken uns das mal eben an hier. Ne? Ja. Das ist hier so, ne? Wenn der Mann so ein bisschen psychisch belastet ist, hallo, dann kann der hier so sich beraten lassen. Die machen auch Corona-Schnelltests. Ja, reizen dahinter. Ja, mein Balu, der sorgt sich also wirklich, der kümmert sich, das ist also. Nee, jetzt bin ich zu weit gefahren. Ich bin ja völlig verwirrt. Mann, Balu, du bist auch aber einer, du. Hey, ja. Aua! Hä? Jetzt habe ich einen mit der Latte gekriegt. So, jetzt muss ich mal kicken. Ich glaube, das muss ich jetzt. Ui, was ist das denn? Ja, ich hatte ja gefragt, ob ich auf kleinere Maschine umwechseln soll. Ich habe jetzt noch nicht viel lesen können, wie gesagt, weil ne, mein Internet leider nicht so funktioniert. Aber wie ich euch kenne, geht ihr davon aus, dass dem so ist. Also, dass ich auf kleinere Maschinen gehen soll. Darum der Wegen, ne? Ich habe da mal so ein bisschen was schon geändert. Dann machen wir hier die Wade mal mit dem. Oh, das ist aber dunkel. Eieieiei. Ich sollte vielleicht warten, bis hell ist. Ich sehe ja gar nicht. Moment mal. Ein Moment, Freunde. Aus. 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 Ups, 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 ups. Aus. Aus die Maus. Nee. Wir suchen. Ich muss mal eben. Da. Meine Güte, ich bin völlig verwirrt, ey. Der hat gemerkt. So. Schnarchen. In der Zeit trinke ich noch einen Schluck Cola. Prost. So. Aber jetzt sehe ich auch besser. Jetzt steigen wir da wieder ein. Hahaha, guck mal. So. Hier so ein bisschen. Entschuldigung. Muss ja auch einschalten, ne? Sonst bringt der gerade nichts. Oh, jetzt aber. Guck jetzt. Ich wollte schon immer mal einen Porsche haben. Ja, der Marc, der hat mir geschrieben, dass er da jetzt als Spieletester für irgend so ein Spiel dass er da einen Spieletester machen darf. Gratuliere ich dir zu, Marc. Freut mich sehr für dich. Aber wie gesagt, ich kann momentan nicht wirklich antworten. Das ist gerade etwas schwierig. Ja, um mein Balu. Mein Lieblingsbalu, der Lieblingsbär, der unheimliche und hast du nicht gesehen. Ja, der hat ja geschrieben, dass also, ja, und der mag auch, also, dass sie dafür sind, dass wir kleine Maschinen nehmen.
dauert halt alles ein bisschen länger, ne? Aber das ist dann so. Ich habe immer noch meinen 6 Meter Flug behalten. Den mache ich mit dem mittelgroßen Traktor, den ich habe. Das hier mit dem ja, Mähwerk habe ich ein Front- und das Seitenmähwerk habe ich noch da und ein Frontmähwerk dazu. Weil wenn ich das hier mit dem kleinen Porsche machen sollte, hier mit diesem kleinen Schneidwerk, Anführungszeichen, und ich habe mal größere Weideflächen, ist das doch ein bisschen langwierig. Das ist auch so schon langwierig, aber hier, das machen wir. Also den Porsche werde ich auf jeden Fall behalten. Wer gibt den Porsche ab, ne? Und so für just for fun, ne? Die süßen Krankenschwestern hier. Nee, da hat uns ja Balu was für, also ehrlich. Schon toll, was er uns eingestellt hat. Das ist ja auch wichtig, dass Männer, die zum Beispiel in so eine depressive Krise kommen, die müssen sich ja irgendwo, ne, Rat und Tat und Dings und Bums, da können die sich da holen. Von vor allen Dingen Dings und Bums, das steht ja unheimlich gut. Das haben die Mädels echt drauf. Kann ich nur empfehlen. Ja. Habe ich mir sagen lassen. Also ich selber war, ne? Habe ich mir sagen lassen. Aber ich kann euch sagen, wenn du da mit dem Porsche vorfährst, das macht auch Eindruck. Ja. So, der eine oder andere wird sich dann wahrscheinlich fragen, wie kann denn der LF aufnehmen, wenn er kein Internet mehr hat. Ja, das geht. Weil das LF kannst du ja auch so starten, über, ne? Ist ja auf der Festplatte. Das OBS, das Streamlabs OBS, habe ich ja auch auf der Festplatte. Also das kann ich wohl machen. Nur ich werde es noch nicht bei YouTube hochladen können. Das wird noch nicht funktionieren. Folge, die werde ich dann auf meiner Festplatte abspeichern. Auch wenn das Internet wieder da ist, dann werde ich es hochladen. Verstehst du? So werde ich das machen. Entschuldigung, so der Plan. Das sollte ja funktionieren. Guck mal, das Rehlein wird zu den Rehleins. Hallo Mädels. Ich finde sie toll. Ich finde sie auch sehr schön. Ich mag sie. Wir machen das jetzt mal so weiter, ne? Oh mein Gott. Ich werde jetzt zu sehr abgelenkt. Also jetzt muss ich sagen, also wie bei Lumi jetzt. Ich komme gar nicht nach, meine Güte. So wie der Balu geschrieben hat oder mir erzählt hat, ist das aber nur für Privatpatienten. Ne? Also nur Cash und dann, ne, sonst kriegst du gar keine Behandlung. Also. Krankenkasse zahlt das nicht. Nur mal so jetzt, ne? Damit ich da keine. Ja,
ne, Leute da ankommen und sagen, oh, und ich hätte aber gerne und hier ist meine AOK-Karte oder so. Das läuft nicht. Nee, nee. Das läuft nicht. So, dann habe ich mir jetzt gerade überlegt, die Krankenkasse wechselt. Nee, Quatsch, also, nee. Kriegwagen. Der kann es einfach nicht vernünftig hier mit Gas halten. Ne? Vollgas ist doof. Guck mal, nee, das geht nicht. Die Jagd hat zu schnell. Das können wir nicht machen. Kann aber auch den Tempomat runterdrehen. Oh, ist besser. Karl Soos, Prost. Ja, ausnahmsweise Cola. Ich muss meinen Zuckerhaushalt wieder so ein bisschen. Ist halt so. Naja, gibt es wieder nur Wasser. Wasser, Aquaminerale. Dieses Gras hier übrigens werde ich durchschwaden und dann mache ich hier Silagi bauen. Eigentlich müsste ich ja auch noch eine kleine HD-Ballenpresse nehmen, aber das möchte ich dann doch nicht. Ich habe eine Rundballenpresse, diese, ne, Weigel oder wie die heißt. Und die werde ich auch weiter nutzen. Aber das für den HD-Ballen. Klar, kann man machen, ist überhaupt kein Ding, logisch. Habe ich auch schon mal gemacht im 22er, aber das ist dann doch ein bisschen zu viel gewickelt. Das ist, nee, das möchte ich nicht. Und dann muss ich auch noch mal gucken, dass ich wieder ein bisschen Geld aufs Konto kriege. Wie ihr seht, durch mein ganzes Gedönse da, Umbauerei und hast ja nicht gesehen, ich habe jetzt ein paar große Maschinen verkauft, da habe ich auch wieder Geld reingekriegt. Die kleinen Maschinen sind ja nun mal auch billiger oder günstiger, sagen wir mal so. Aber trotz allem hat das ja Geld gekostet. Und darum sieht mein Konto ein bisschen mager aus. So ist das nun mal, ne? Oh, immer schön im Kreis herum. Dann fällt auch bald das Gras dann um. Da war er wieder. Der Reim der Woche. Wunderprächtig, wunderschön. Ja, dann sage ich mal für diese Folge herzlichen Dank. Wie gesagt, also wenn einer hier die netten Krankenschwestern von dem Balu, mein Freund Balu, da in Anspruch nehmen möchte, Krankenkasse zahlt nicht, geht nur Cash, also nur gegen Bares. Und dann ansonsten würde ich sagen, macht's gut. Ich hoffe, das hat mit dem Internet bei mir nicht mehr allzu lange dauert. Hat wieder funktioniert.
Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ne? Gehabt euch wohl und macht euch eine schöne Zeit. Hasta la vista, Baby. Und tschüss.